Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Hier ist unser Challenge-Projekt mit dem unwieder hässlichen Chrissy. Natürlich Spaß. Moin, und für die Ansage kriegst du schon einmal eins auf Square. So, und so, zwar steht... wir werden jetzt gleich... Er fällt mir auf ins Wort, ich glaube. Red weiter. Das hast du nicht gesagt. Was tue ich dir? Du fällst mir ins Wort, wenn ich was sagen will. Ich hau dich gleich ins Wort, nee, Spaß. Finger weg von meinem Käse. Nee, wir werden gleich abgeholt hier. Nämlich zum... mach dich doch Appetit. Ich will mein Käse. Nämlich zum, haben wir eine Show. Ah ja. Ja, das LU kommt uns abholen, und zwar zu einem schönen Gerätevorstellung. Da bin ich schon gespannt drauf. Das LU hat das schön vorbereitet. Und schreibt gerne eure Meinung dann in die Kommentare. Das wird wahrscheinlich über 2 Folgen gehen, weil die haben gesagt, das dauert etwas länger. Och Mann, ey! Und ja. Scheiß Käsekacke hier. Und der Herr Kollege hat schon wieder keine Geduld, deswegen rostet er aus, so wie jede Folge. Ja, ist klar, Junge. Ich schwöre, der braucht echt einmal jemanden zur Beschäftigung. Scheißdreck brauche ich. Du kleiner Zigeuner. Du isst mir nicht mal. Jetzt liegt der Käse da quer. Alter, ist das dein Ernst? Sag mal, mach dich da raus, du. Alter. Kommt dieser Arsch auf. Habt ihr das gesehen, Leute? Da holt halt einfach meinen kompletten Käsewagen um die Ohren. Ich glaube, ich will den nicht mehr richtig. Ey. Junge, geht raus aus meinem Käsewagen, ich sag's dir. Ach ja. Der ist mehr wert als ein scheiß verkackter Hof da, ey. Aha. Mann. Junge, du kleiner Pisskopf, Alter, mach dich an. Oh Junge, da haben sie auch wieder das schönste Das männlichste Auto, Auto ausgeholt. Warte, wir gehen runter. Ja, schieb mich runter. Aus der Garage raus. So, haben sie wieder das männlichste Auto ausgeholt. Ich bin gefahren. Sag mal, hast du einen Arsch offen oder was? So, warte, kann man auch hin. So, fahr los, Junge. Bei den Hatten kommen in Gatten, fahr los, Junge. Hallo, verpasst jetzt über das Hemd als du, Alter. Herr Kollege. Ja. Och nee, Junge, ich hoffe, die fliegen. Schön viele Fliegen. Lol. Ja, er fährt einfach querfeld ein. Jason, wie geht's, hä? Digga! Alter. Der Jason. Junge, wer fährt denn eigentlich? Ich. Boah, Alter, wer hat den Führerschein gegeben? Der Banjo-Lehrer. Das glanzt aber, glaube ich. Der hat ihn mir als Medikament verschrieben. Ja. Ach übrigens, ich fahr gerade mit Joystick, ne? Mach das. Mach ich auch, also wird kritisch. Mach mir jetzt schon nichts mehr. Hä? Leitlern, lasst euch nicht irritieren von den zwei Alter, wo hat denn der seinen Führerschein gemacht? Im Kindergarten. Junge, du sollst dir doch keine Pulle vormachen. Du sollst noch STVO fahren und nicht noch Kindergarten und Verordnung. Schau, ich soll wieder fort. Herr Felix, wie war es eigentlich in der Ausbildung? Gut. Sie waren ja für längere Zeit in der Fortbildung. War gut. Ja, der hat sich besser als ihr, ich konnte mich erholen von euch. Wo soll denn das jetzt wieder hassen, Felix? Von ihm, Alter, der hier gerade fährt, Junge. Nicht, Chrissy, aber von ihm. Ah, danke, Herr Kollege, danke, Herr Kollege. Alter, ich hau dir gleich so in den rein, Junge. Mhm, der Profi mit dir, ja. Oh no, Nori, nie ein. Ich glaube, ich werde den immer richtig. Er sagt es vor uns nach, wenn er fährt selber rein. Unfassbar, mit wem war ich hier? Jo, da sind wir, Leitlern. So. Ah ja, hallo. Oh, null. Sorry. So, dann haut mal raus hier.
Ja, wir haben uns hier mal was Gleiches einfallen lassen. Mal was anderes, dass ihr mal seht, was wir so machen und anbieten. Jo, schaut doch um. Ohne das Auto mitzunehmen. Schöne Geräte. Hey. Einkaufswagen. Ja, ist Profi. Sorry. Sag mal, siehst du noch ein bisschen nach vorne? Bitte die Motoren auslassen, danke. Darf man in die Fahrzeuge rein? Ja, aber nicht Motoren, danke. Ich wollte ja Soundcheck machen. Ja, mir schön. Soundcheck, Junge. Ja, Alter, was ist denn das für ein Gerät? Was ist das? Junge. Das ist Alter. Rübenender. Digga, Junge, damit hätte ich sogar Kartoffeln. Boah, das sind aber schon schöne Geräte. Das ist ein Selbstmäher für Frischgas. Nee, laber mir was da von Kartoffeln ernten, Junge. Aber. Ja, das große Ding habe ich gedacht. Oh, Junge! Mein... Was gibt denn da schön? Müll? Das Gewicht, ja. Hier ist Schildern. Alter, guck's dir an! Ey, Grissi, mach mal ein Foto! Wo denn? Mach mal ein Foto. Wo ist er denn, ne? Wo bist denn du? Hier auch mal da. In der Maus ist er. Ey, Alter, der Joystick funktioniert sogar. Ja, ist ja logisch, ja, ne? Sonst würde das Ding ja nicht. Ne? Da kannst du mal einen großen Arm bewegen, hä? Sonst nicht. Sagen vor allem sie, hä? Ja. In der Hose. Ausbildung genau. Gelernt, sich einen großen wieder dran zu kleben, oder was? Oh, das ist ja jetzt ja schon. Oh nee, ey. Eine schwere Beleidigung, ne? Ja, oh, ja guck, dann stell's Alter, doch einmal vor die schönen Geräte, des Elu. Das oh, wird schon dazu anzeigen. Das ist unser Dünger, ne? Da ist der Dünger drin. Und hier vom Nils, der schöne Serion. Alter, oh, ganz geiles gekauft. Oh, der ist schon sexy, der Serion in Schwarz. Ja. Ja, fett. Was ist denn das hier drüben? Oh. Mein eigener. Tut ihr hier, wenn ihr Feierabend habt, tut ihr euch hier drunter stellen, das Bier reinkippen oder was? Ja, was denkst denn du, Alter? Ja, alle nee, hätten mal uns Bescheid sagen ist, können, ey. Hallo, das ist ein kleiner Überladewagen für das Auto. Ah. Da ist Dünger drin, ne? Aktuell glaube ich immer noch, also ich hab ihn rausgetan. Schaut cool aus, ja. Ich hab ihn rausgetan. Warte. Moin. Ne, ich kann nicht reingucken. Der Plan ist nicht durchsichtig. Duck dich doch einfach. So. Jo, was ja, haben wir denn da an? Ja, dann stellst halt einmal vor, oh, deine Geräte. Ich hab gewagt, mit dem John Deere, Alter, an dem Grubber, Junge. Och, oh. Das ja, mega. Das haben wir jetzt einfach nur so zusammengegangen. Ja, so Herr Profi, darf ich einmal einsteigen? Ja, steig ein. Beifahrer. Auch rein. Richtig mit IE, ne? Wenn du den erst, boah, wenn du den schon 3 cm in der Erde lässt, den Grubber. Dann reißt das hier hinten schon alles weg, das ist nicht gut. Ihr seid echt am Kuscheln, schau mal kurz, Felix. Oh, Streetbar. Ja. Was für Street. Oh. Ja. Habt ihr schon unseren neuen Häcksler gesehen, den wir erst letzte Woche vom Berg bekommen haben? Mit Direktschneidwerk, Gasschneidwerk und Maisgebiss. Ganz einfach. Alter, Black Beauty ist immer noch sexy, ey. Ey, müsste ich doch mal zu Sweat in den Johnny setzen. In welchen Johnny? Ich hab schon ein Bild gemacht mit meinem Smartphone. Handy gemacht. Das ist gut. AK. Komm, mein Schnuggel, setz dich hier rein. Hey! Schreib's doch mal gerne in die Kommentare, ob man den Herrn Kollegen einmal wegschmeißen soll. Was? Jetzt bin ich auch beleidigt. Das ist ein schöner T7, oder? Ja, der oh, Sound ist auch, die Hupen-Sound ist auch geil. Ja, der hat Luftmann von mir draufbekommen. Das habe ich jetzt letzte Woche draufgebaut. Endlich haben wir eine männliche Hupen, nicht das ein Kindergarten-Hupen da. Ja. Das ist eine gute Erfahrung, oder? Aus Hupen. Ich hub gleich wenn anders raus. Ja, dann haben wir zwei von denen ideal. Du kennst von denen 9T natürlich. Zweimal. Was hast du für ein Hemd an, Junge? Junge, passt zum Auto, Alter. Das passt heute zu dem richtig was für Ladung. Ich hab wählt im Schrank. Da wär's mal richtig, dass du nicht auf weibliche Charaktere stehst. Was willst du denn labern, Alter? Ist halt wirklich so.
Ja, na, was ist der Lama? Ist halt wirklich so. Ja, was haben wir denn da Schönes? Da haben wir einen Fendt 939, Entschuldigung. 30 mit einer schönen Federstedt. Kann man mal mit der Raupe hier fahren? Nein. Das ist nichts für... Ich kann die Tür aufmachen, oder was? Das ist nichts für Geringverdiener. Dafür ist eine Tür gedacht. Das ist nichts für Geringverdiener, Herr LS-Profi. Ja, dann gehörst du ja schon mal gar nicht hier hin. Ah, ja. Deswegen arbeite ich hier. Hey, du doch nicht! Ach, hier. Lol, was für eine fette Tür, Junge. Fetter als der Bau von Chrissy. Hallo, wo sind diese Zeichen? So benutzt man eine Tür zum Aufmachen. Nee, wirklich. Ja, meistens. Kann man die Klinge benutzen? Geht das? Lol, was ist das eigentlich für Lenkrad hier drin? Das ist ja übel. Das ist ein Lenker, das ist rund. Nee, ich zahle es viereckig. Zum Düngersteuern aus und Siemer. Ein Schatz, sehr schönes Ding. Ja, ich feiere die Pflegebereifung zwar nicht so, aber nein. Ja, das ja, ist ein Schwächen, gehen wir der LS-Profi. Ja. Digga. Ich stehe eher auf so Reifen, die Überbreite haben, wissen Sie. Ja, also Trainingsbereifung. Na, so Big Terra Reifen. Wo ist der Schlauch? Wo ist der Schlauch? Ich hab einen großen Schlauch, Junge. Da, wo der Nils drauf steht. Was habt ihr? Ich komm gleich wieder. Was haben Sie denn hier für ein fettes Lager eigentlich hingestellt? Heulager. Heulager, wo ist die Heulager? Ach, hier ist der Böse. Hier ist der gefürchtete Schacht, Alter. Mach den weg, Junge. Reiß den ab, den Scheiß. Welcher? Hier hinne. Welcher? Boah, geil. Was mit dem Schacht? Sind Sie da reingekommen? Hey, Scheiße, da weißt du ständig da ohne. Bei Chris ist der Notfresse ständig gegen. Und der ja, aber warum sollten wir da unseren hier oben wegmachen? Boah, sexy. Er muss leider da bleiben von der Gemeinde her, weil sonst das Wasser nicht gescheit ablaufen kann. Hat Ihnen ja gesagt, ihr habt noch irgendwo Maschinen stehen? Ja. Unten an der Straße, zum Beispiel im Wald, ne? ich hätte da eine kurze Frage. Frag mal. Was kostet denn der Fendt 824 Turbo Shift? Guck doch einfach im Katalog. Ja. Ja, wir haben einen Katalog am Haus hängen. Das sind alle Maschinen, die da sind. Oh. Lol, ist das ein Unsere ist einfach Full Tune. Aber. Unter was für einer Kategorie? Ja. Groß. Mit LOL, der ist ja übelst billig, Alter. Jo. Jo, mit Dreck gekauft. Spaß. Wo ist denn der drin? Groß. Der kostet 133.000. Die ganz dicken Geräte. In der Normalversion. Fendt Turbo Shift. Was ist das überhaupt für eine Holland hier hinten? LOL. Boah, kostet der 200.000. Wer? Der Fendt? Ja. Mit ein bisschen Ausstattung, ja. Ja, ein bisschen, aber so standardmäßig ist der anders billig, Junge. Für das Geld kriege ich vielleicht bei Kleintraktoren den größten, aber mehr auch nicht. Also, das ist. Sehr also, mal kurz eine Frage: Wer hat sich eigentlich dieses Auto ausgesucht? Ich? Du? Ja. Ist das Privatauto von Nils? Ja. Nee, okay, wir haben. Das habe ich von meinem nicen YouTube-Mann hier gekauft, der sich von dem LU gesponsert bekommen hat. Das hat der Freund uns gegeben, Herr das Profi. Das ist auch mir hier. Ja, auch noch. Ja. Warum? Das haben Sie wahrscheinlich von Ihrer Fortbildung mitgebracht, ey. Nee. Schön einmal. Haben Sie gelernt, wie Sie boah, das waren keine Homosexuellen. Herr Kollege? Ja. Ich hätte dann in der nächsten Aufnahmesession ein paar Fragen an Sie. Ja, dann würde ich sagen, war's das einmal mit dem ersten Teil von der Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Maschinen haltet. Und schaut's beim lieben LS-Profi vorbei mit dem IE zum Schluss. Und ja, bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Da wartet nochmal ganz kurz. Ich-